dem Kamerateam könnt Samstagnachmittag, die Rhön-Kampfbahn in Hünfeld, Fußball-Hessenliga. Das Kellerduell steht an. Der Tabellenvorletzte Hünfelder SV empfängt das Schlusslicht FC Ederbergland. Die Ausgangslage ist klar. Beide Mannschaften brauchen dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die äußeren Bedingungen sehr gut hier in Hünfeld. 250 Zuschauer. Anstoß um 15 Uhr. Die zweite Spielminute. Die Gastgeber im Angriff. Christoph Neidhardt auf der rechten Seite. Bringt den Ball in die Mitte zu Kevin Krieger. Dann kommt Lukas Guntermann. Krieger fällt. Und Schiedsrichter Christian Stübing aus Gründau zögert keine Sekunde, entscheidet auf Strafstoß für die Gastgeber. Neidhardt tritt an, Neidhardt verwandelt sicher. Zweite Minute, 1:0 für Hünfeld. Der HSV also mit einem ganz starken Beginn, dann die 11. Minute. Marcel Dücker mit einem Rückpass auf Sebastian Ernst. Er steht weit draußen, muss den Ball mit der Brust annehmen, lässt dann zwei Gegenspieler stehen und sichert den Ball. 4 Minuten später jetzt einmal Ederbergland. Von den Gästen bis dahin vorne nicht viel zu sehen. Ingo Miss. Dann Valon Ademi, der zieht ab und trifft ins rechte untere Eck, wie aus dem Nichts in der 15. Minute das 1:1. Dann die 23. Minute, es gibt Eckball für den HSV. Kevin Krieger führt aus, der Ball fliegt zunächst über Freund und Feind hinweg. Sebastian alles auf der anderen Seite mit der Flanke, Kopfball Maximilian Fröhlich und der wird auf der Linie geblockt. Jetzt eine gute halbe Stunde gespielt, die Gastgeber bis hierhin mit den besseren Tormöglichkeiten. Dann Jannis Wolf mit einem langen Ball auf Ingo Mist, der lässt den Ball einmal springen, nimmt den Ball dann direkt. Aber das Leder fliegt ganz deutlich über den Hünfelder Kasten hinweg. Dann wieder der Hünfelder SV, Eckball, dann kommt der Ball in die Mitte, die Gäste bekommen den Ball nicht weg. Dann Sebastian alles auf Maximilian Fröhlich, der wird festgehalten von Wolfgang Klaus und Schiedsrichter Stübing zeigt dem Ederbergländer wegen Notbremse die rote Karte. Ederbergland jetzt nur noch zu 10 und es gibt Strafstoß für den HSV. Wieder Neidhardt, die 38. Minute und diesmal hält Philipp Hartmann im Tor der Gäste. Die Chance zur Führung also vergeben und damit geht es mit dem 1:1 in die Kabinen. Wir sind jetzt in der 52. Minute. Niklas Rehm, Marcel Dücker trifft den Ball nicht richtig, dann immer noch Dücker, André Vogt. Kevin Krieger mit der Hacke und dann ist Lukas Budenz zur Stelle. Die 51. Spielminute. Budenz trifft zum 2:1. 3 Minuten später wieder die Gastgeber Kevin Krieger auf Maximilian Fröhlich. Dann André Vogt weiter auf Neidhardt. Christoph Neidhardt, die 54. Spielminute. Es steht 3:1. Dann die 68. Spielminute, Ballverlust der Hünfelder. Valon Ademi sieht den startenden Serkan Erdem. Der geht auf und davon, Erdem. Und im letzten Moment Marcel Dücker dazwischen. Und dann hat HSV-Keeper Sebastian Ernst das Leder. Die Hünfelder mit einem Mann mehr und deutlich mehr Spielanteilen. Jeder Bergländer aber immer wieder auch mit gefährlichen Kontern. Jetzt Minute 77. Kevin Krieger auf Lukas Budenz und der verfehlt den Kasten nur knapp. Wir sind jetzt in Minute 87, steht immer noch 3:1. Noch einmal der HSV. Christoph Neidert auf Sebastian Schuch. Der kriegt den Ball nicht richtig unter Kontrolle. Und dann ist Philipp Hartmann dazwischen. Wenig später pfeift Schiedsrichter Christian Stübing die Partie dann auch ab. Der Hünfelder SV gewinnt das Kellerduell der Lotto Hessenliga mit 3:1 gegen den FC Ederbergland und schiebt sich damit auf Rang 15 nach vorne. Die Ederbergländer bleiben Tabellenletzter.
Wenn uns da morgen